Legen wir los, wie immer, aber diesmal nur halb live. Ich bin quasi gar nicht da, wo ich da bin. Ja. Aber es ist Mittwoch, ihr wisst, was kommt. Wir machen quasi ähnlich wie letzten Mittwoch, das kriegen wir hin. Ist ganz einfach, wir legen direkt los. Das heißt, Hände auf den Oberschenkel, Beine wieder ein bisschen breit, Sumo-Squat einfach mal tief und hoch. Und das machen wir jetzt am Anfang schön langsam. Schön rauf und runter. Und einfach ein bisschen Arbeit. Tief und hoch. Das Ganze mit einem Lächeln. Ganz entspannt. Und schön langsam. Nicht schnell werden. Langsam mit Kraft. Ja? Ja, wisst ihr, da kommt man automatisch aus der Puste, wenn wir es länger machen. Perfekt. Und einfach nur rauf und runter. Arbeiten wir ein bisschen mit den Armen. Die Arme gehen nach vorne, wenn wir tief gehen, ziehen wir sie nach hinten. Einfach offen lassen, einfach ziehen, nicht übertreiben, ganz entspannt. Automatisch muss man schon ein bisschen mehr atmen, wenn die Arme ein bisschen dazukommen, wenn wir schön tief gehen, die Knie zur Seite ziehen und einfach ziehen, ziehen, ziehen. Okay, jetzt einfach aufpassen, Hände auf den Oberschenkel. Wir machen einen Ausfallschritt quasi nach rechts, das heißt, wir drehen uns nach rechts und gehen einfach tief. Alle einfach mal nur nach rechts drehen. Ich weiß, das ist jetzt links, ja, für mich. Für euch ist es rechts. Und einfach tief und hoch. Und jetzt erstmal nur tief gehen. Gehen wir tief und spannen die Arme richtig fest an. Richtig anspannen und tief gehen. Und tief. Ja, geht er richtig tief, wird es anstrengender. Macht er nur eine kleine Bewegung, stimmt es weniger. Aber ruhig mal versuchen, tief gehen und die Arme wow, richtig anspannen. So, noch 4, 3, 2 und wir drehen uns einfach langsam zur anderen Seite. Und geht wow, einfach tief. Und schon kommt man in den Schultern. Und einfach nur tief, tief, tief. Tief. Einfach noch rauf und runter. Schön runtergehen. Ruhig ein bisschen anstrengen. Tief, tief, tief. Noch ein bisschen. Und ruhig mal versuchen, richtig runterzugehen. Okay, noch 4, 3, 2, 1. Wir drehen einfach in die Mitte. Puh. Gehen hier tief. Okay. Das machen wir noch 4 Mal, bevor wir nach rechts wieder drehen. Noch 4, 3, 2, 1 und hier tief gehen und die Arme, hopp, 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 noch 4 mal, 4, 3, 2, einfach zur anderen Seite, tief, 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 noch 4 mal, 4, 3, 2, 1 zur Mitte, einfach in der Mitte tief gehen, die Arme, puh. Noch ein bisschen ziehen. Okay, noch 4, 3, 2 und dann drehen wir wieder nach rechts. Gehen tief 4 mal, 3 mal, 2 mal, 1 mal zur anderen Seite. 4 mal, 3 mal, 2 mal zur Mitte. Tief, 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 tief die Arme. 4 mal, 4, 3, 2, 1 nach rechts und tief. Tief, noch 2, ja, noch einmal, ja. Puh, andere Seite, natürlich, dranbleiben, 2 Mal noch und wieder einmal mehr zur Mitte und einfach tief, 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 puh, Arme, Beine kurz ausschütteln und dann wollen wir loslegen. Ja, ich muss bloß hier noch ein bisschen was starten, ihr bleibt einfach dran, damit ihr mich seht, gleich wieder. Damit ich im guten Licht bin. Und alle bleiben dran. Und puh. Perfekt. So, Arme, Beine ein bisschen ausschütteln, aufpassen. Wir machen jetzt 3 Übungen, die machen wir immer in Kombination. Das heißt, wir gehen tief hoch mit einem kleinen Sprung.
Ja, ich zähle dann an, wie viel wir noch machen. Dann machen wir einen Ausfallschritt. Das heißt, wir gehen einfach nach rechts und links tief. Ja, und wenn wir das haben, machen wir breite Squats, gehen tief und arbeiten nur mit dem Sprunggelenk. Das kriegen wir hin. Okay, Beinchen ausschütteln, Arme ausschütteln, durchatmen, lächeln. Puh, Luft holen. Ich gebe euch noch 4, ich gebe euch 3, ich gebe euch 2, ich gebe euch 1 und dann gehen wir tief und hoch. Tief, hoch, tief. Einfach ganz entspannt. Richtig tief, genehmigt, dass er richtig runter geht. Ja, vielleicht gar nicht so explosiv nach oben springt. Einfach dranbleiben. Noch ein bisschen schön dranbleiben, schön lehnen. Einfach hoch und tief. So, noch 4-mal. 4, 3, 2, 1 und puh. Kurz durchatmen, ein- und ausatmen, nur 4, 3, Ausfallschritt nach hinten, 2, 1 und das über die Seite. Und richtig tief gehen und nur so weit, ihr müsst ja nicht so weit drehen, ihr könnt auch nur leicht drehen. Einfach so gut, wie es geht. So, und jetzt hier schön dranbleiben, schön lächeln, schön in Bewegung bleiben, immer mitmachen, mitmachen, nicht nachlassen. Durchatmen, noch ein wenig, immer tief und hoch, richtig runter, richtig die Oberschenkel sollen arbeiten, welche die arbeiten nicht, ich sag's euch. Okay, die letzten 4. 4, 3, 2, 1. So, ihr wisst, was kommt. Breite Sumo-Squats. Ja. Tief gehen. Und dann bloß hoch und tief. Alle. 4, 3, 2, 1. Und los, es geht. Hoch, tief, hoch, tief, hoch und tief. Schön dranbleiben. Schön lächeln. Immer wieder aufs Neue und richtig tief bleiben und nur mit dem Sprunggelenk arbeiten. Wenn ihr merkt, automatisch kommen wir hier aus der Puste. So, die Waden sollen ordentlich arbeiten. Ja, rauf und runter, nicht nachlassen. Hoch, 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 hoch. Noch 4-mal. Noch 4, 3, 2. Letztes Mal hoch und tief, kleine Pause, kurz durchatmen. Ihr wisst, was kommt. Kniebeuge, kleiner Sprung. Kurz durchatmen, Beine ausschütteln. 4, 3, 2, 1. Tief und hoch. Tief, hoch. Tief, hoch. Tief, hoch. Tief. Einfach mal dran bleiben. So gut, wie es geht. Wer möchte, kann natürlich höher springen, tiefer gehen. Wenn es mal nicht geht, einfach eine Kniebeuge machen. Ja, ist wie eine Pause für uns. Schön dranbleiben. Okay, noch 4-mal. Noch 4, 3, 2, 1. Beinchen ausschütteln, durchatmen. Und ihr merkt, da geht der Puls automatisch nach oben. Wieder Ausfallschritt nach hinten. Ich zähle es kurz an. 4, 3, 2, 1. Und rechts geht's los. Locker nach hinten. Locker nach hinten. Locker nach hinten. Ja, wenn es zu anstrengend ist, macht es einfach nicht ganz so tief. Wenn ihr wollt, richtig runtergehen. Ihr müsst tief gehen, ihr wisst ja. Ich bin nicht da, ich bin bei euch vor dem Fenster, heute kann ich reinschauen bei euch. Ich hoffe, ihr bewegt euch richtig, ihr schlaft nicht, ihr bewegt euch. Schön dranbleiben, schön lächeln. Ja, auch bei diesen Temperaturen hier, furchtbar kalt. Ist gut so, schön warm anziehen oder richtig, richtig bewegen. Schön dranbleiben. Puh.
Puh. Noch ein bisschen. Okay, noch vier Stück. Noch vier. Drei. Zwei. Okay, kurz durchatmen. Breite. Squats, Sumo-Squats, Kniebeuge. Runter und wieder nur mit den Fersen arbeiten. Es geht hoch, tief, hoch, tief. Puh. Das ist eine Wiederholung von uns, so ein bisschen mit den Waden arbeiten. Aber ihr versucht richtig tief zu gehen. Körper gerade, also immer versuchen ein bisschen ein Hohlkreuz zu machen. Und ihr bleibt schön dabei. Kräftig arbeiten, die Waden sollen arbeiten. Die sollen im Sommer stramm sein, damit wir sportlich aussehen. Damit jeder, der uns hinterherläuft, der macht Sport. Noch vier, noch drei. Zwei, eins, puh. So, ein Durchgang noch für mich. Macht ihr aber alle mit. Das heißt, nochmal die Kniebeuge, ein kleiner Sprung. Ich zähle es an. Durchatmen. Richtig gut durchatmen. Noch vier, noch drei, zwei, eins. Und wir gehen tief und hoch. Tief und hoch. Tief, tief, tief. Einfach dranbleiben, ganz entspannten Po nach hinten schieben, Arme vorne hoch. Und wenn er hoch geht, die Arme kräftig nach hinten. Richtig dranbleiben. Noch vier, puh, drei, zwei, eins. Wow. Durchatmen, ihr wisst, was kommt. Ausfallschritt nach hinten. Durchatmen, Luft holen. Wird anstrengend, nicht nur für euch, auch für mich hoffentlich. Noch vier, noch drei, zwei, eins. Wir starten mit rechts. Wir gehen nach hinten und wir versuchen richtig, richtig tief zu gehen. Wer tiefer könnt, der wisst ja, ein leichtes Lächeln. Puh. Puh. Eigentlich halb so schlimm. Ja, hier können wir immer ein paar mehr machen, das ist immer gut. Und richtig tief gehen, hoch, puh. Dabei nicht das Atmen vergessen. Noch vier Stück, noch vier, noch drei, zwei, eins und puh. Ja, ihr wisst, so muss man. Yep. Ihr wisst, was kommt? Die Fersen, noch vier, noch drei, zwei, eins. Und es geht einfach hoch, tief, hoch, tief, hoch, hoch, hoch. Das heißt, mit den Fersen hoch, mit dem Po richtig tief, tiefer mit dem Po und schön hoch mit den Fersen. Und wir gehen hoch und tief, ich glaube, das müssen wir öfters machen. Puh, bringt mich total aus der Puste, gar nicht schlecht. Meine Waden brennen, ich hoffe, eure brennen auch und wir gehen immer wieder hoch und tief, so, dranbleiben, die letzten acht Stück, noch acht und tief, sieben, tief, sechs, tief, fünf, vier, drei, zwei, eins und noch, so, das war es eigentlich schon fast im Stehen, aber bevor wir zu Boden gehen, machen wir noch eine Kleinigkeit. Wir werden jetzt einfach mal marschieren. Ja, das kennt ihr. Einfach rechts, links, die Arme am Körper vorbei und einfach nur marschieren. Puh. Die Füße hoch, boom, boom, boom. Die Knie hoch, boom, boom. Und die Arme am Körper vorbei. Richtig lang machen die Arme. Die Arme strecken, die Finger strecken, die Nase lang, die Haare kurz, also bei mir zumindest. Puh. Ja, die auf dem Rücken sind brutal kurz, das kann ich euch sagen. Schön aufrecht bleiben, schön massieren, marschieren. Boah. Erst hinterher könnt ihr euch massieren lassen. So, einfach jetzt hergehen, die Arme mal locker lassen. Wir werden jetzt gleich einfach hergehen und einen Knielift draus machen. Noch vier, noch drei, zwei, eins. Und hoch, 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 hoch. Und wirklich mal bewusst mit dem Oberkörper ganz leicht vorgehen.
Ja, dass jetzt hier schon mal die Bauchmuskulatur gleich mit arbeitet. Ja, immer mit dem Oberkörper leicht nach vorne. Ja, aufpassen, nicht mit der Nase ans Knie, auch nicht mit dem Kinn. Wäre dann K.O. quasi. Aber versucht mal, die Knie immer wieder hoch zu nehmen. Immer mit dem Oberkörper leicht nach vorne. Schön dranbleiben. Die letzten 8, 7, 6, 5. Noch 4, 3, 2, 1. Beinchen ausschütten. So, ich schnappe mir kurz eine Matte. Ich weiß, da liegt schon eine, aber ich möchte die schönere. Die ist nämlich schöner schwarz. So. Und dann gehe ich einfach zum Boden. Wir legen uns einfach auf den Rücken. Boom. Einfach abknien, hinlegen, einfach runter. So, seht ihr mich noch? Dann ist gut. So, Beine beugen, Fußsohle am Boden, Hände ineinander verschränken, die Hände nach hinten, Ellbogen auf und wir gehen einfach hoch und tief. Einfach ein bisschen Bauch pressen, das kennt ihr. Ellbogen schön offen lassen, mit der Nase immer ein bisschen mehr Richtung Decke, auch wenn wir da nicht so sehr einrollen, das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Bauchmuskulatur arbeitet und das tut sie. Okay, wir versuchen oben zu bleiben, das rechte Bein zu strecken, der Oberkörper ist rum. Okay, das rechte Bein, bei mir das linke, geht einfach hoch und tief und alle hoch, tief. Wir halten die Spannung in der Bauchmuskulatur und gehen einfach hoch, tief, hoch, tief. Hoch, tief, das war einfach ein bisschen mehr Spannung. So, jedes Mal, wir sind jetzt hier oben im Oberkörper, das Bein bewegt sich. Jedes Mal, wenn das Bein hochkommt, versuchen wir mit dem Oberkörper noch ein bisschen mehr anzuziehen. Noch 4, hoch, noch 3, dranbleiben, 2, 1 und Oberkörper ablegen, kleine Pause. Ruhig kurz durchatmen. Wir werden wieder nur mit dem Oberkörper beginnen. Ich gönne eine kleine Pause, ein leichtes Lächeln, bevor wir dann wieder mit dem Oberkörper beginnen. Noch 4, 3, 2, 1. Der Oberkörper geht hoch und tief. Und so gut wie es geht, die Ellbogen offen lassen, Nase Richtung Decke. So, schön dranbleiben. Da brauchen wir jetzt gerade gar nicht mehr so viel machen. Das dürftet ihr dabei jetzt schon spüren. Noch 4, 3, 2 und der Oberkörper geht hoch und wir halten uns oben. So, das rechte Bein, das linke Bein strecken und es geht hoch und tief. Ja, bei mir ist es wieder andersherum und einfach das Bein hoch und tief. Erstmal mit dem Oberkörper ruhig bleiben, Bauchmuskulatur arbeitet, ja, Hüftbeuger arbeitet, ja, hier so auch ein bisschen im Schritt dürftet ihr spüren, halt mal, da arbeitet jetzt richtig. Okay, wenn jetzt das Bein kommt, versuchen wir wieder ein Stückchen höher zu gehen. Einfach schön dranbleiben. Immer wieder ein bisschen anziehen. Noch ein bisschen. Kämpfen, kämpfen. Ziehen. 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 Seht ihr das? Okay, noch 4 Stück. 4, 3, 2, 1 und. Puh. Kleine Pause. Ganz kurz durchatmen. Das Ganze mit einem leichten Lächeln. So, eine machen wir noch fürs Bäuchchen. Puh, ist ganz einfach. Das rechte Bein strecken. Das legen wir gestreckt am Boden ab. So, wir gehen jetzt mit dem linken Ellbogen zum rechten Knie. Das heißt, wir ziehen das Knie an, legen uns wieder ab und ziehen an. Und alle. Lang werden und ziehen. Lang werden und ziehen. Lang werden und ziehen. Lang werden und ziehen. Einfach puh, puh, puh. Sondern ein bisschen die Rotation reinbekommen. Ja? 4 Stück machen wir dann noch. 4, 3, 2, 1. Durchatmen, lächeln. Perfekt. So, wir müssen das andere Bein strecken. Wir versuchen es andersrum. Ihr dürft nochmal durchatmen.
Ich gönne euch noch 4, 3, 2, 1 und wir drehen den rechten Ellbogen zum linken Knie. Ja, einfach rüber. So, da sehe ich euch besser, da kann ich besser bei euch zum Fenster reinschauen. Ja, eigentlich bin ich gar nicht da, das macht aber gar nichts. Und wir versuchen ja immer wieder drehen und wenn es geht, ans Knie zu kommen. Oder ihr könnt sogar versuchen, mal drüber rauszudrehen, richtig Gas zu geben, zu kämpfen. Okay, 8 Stück gehen noch. 7, nicht zu schnell werden. 6, noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, einmal noch. Und dran. Perfekt. Gut, wir gehen einfach in die Bauchlage. Ich hoffe, ihr wisst, was das heißt. Bauch. Puh. Da steckt noch der Kuchen drin. Boah, brutal. Okay. So, Hände aufeinander, Stirn auf die Hände, Beine, Beine, beugen, strecken, beugen, strecken. Ganz entspannt, einfach mal beugen, strecken. Das kriegt ihr gut hin. Ist gar nichts Schlimmes. So, dann machen wir noch 4-mal, 3-mal, 2-mal, 1-mal. So, beide Beine beugen, Zehenspitzen nach unten und wir versuchen mit dem rechten Bein hoch zu gehen, tief, hoch und tief. Ist gar nicht wichtig, dass er weit hoch kommt, sondern einfach, dass es hoch geht. Ganz entspannt. Ja, das dürft ihr doch spüren. Also ich spüre es, das ist gewaltig. Puh. Oder liegt es noch vom letzten Mittwoch? Okay, die 8, die 7, die 6, die 5. Die 4, die 3, die 2, die 1 und oh, kleine Pause, kurz durchatmen. Durchatmen, durchatmen, durchatmen. So, wir beginnen wieder mit beide Beine beugen und strecken. Und alle beugen, strecken, beugen. So, eigentlich alles halb so schlimm. Das machen wir allerdings nur noch 4-mal. Sieht richtig gemütlich aus. Noch 3-mal. 2-mal, 1-mal. So, wenn es geht wieder. Beide Beine gebeugt halten, Zehenspitzen nach unten und rechts, links geht es hoch, 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 hoch. Also das andere Bein wie gerade eben, wenn möglich. Und einfach hoch, hoch. Gar nicht wichtig, dass es weit hoch geht, sondern dass es hoch geht. Hoch, hoch. Dranbleiben. Puh. Noch 4. Puh, noch 3, puh, noch 2, puh, noch 1 und oh, oh, kurz durchatmen. Am besten immer durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Okay, machen wir noch 2-mal und dann beugen wir schon wieder beide Beine, strecken, beugen, strecken. So, beugen, strecken machen wir noch 4-mal, 3-mal. 2-mal, 1-mal, so wieder beide Beine beugen, Zehenspitzen nach unten und jetzt versuchen wir rechts, links im Wechsel mal hoch zu gehen. Ohne zu übertreiben, einfach hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, hoch, hoch. So, wenn es geht, noch 8, 7, nicht zu schnell werden, 6, 5, nur noch 4, 4, 3, 2, 1 und wow, langsam runter, Beine strecken, 2-mal durchatmen, Kopf anheben, Hände rechts und links neben die Schulter und wir gehen einfach in den Vierfüßlerstand, zack, zack. Okay, klappt das, Vierfüßlerstand, Hohlkreuz, wenn es geht, Zehenspitzen aufstellen und wir schieben einfach mal wow, den Po nach oben lassen, die Fersen runtergehen, da kann man sich mal vor und zurück bewegen, ein bisschen einatmen, ausatmen und dann versuchen wir langsam mit den Händen Richtung Füße zu gehen, richtig, richtig einzurollen und Hände auf den Oberschenkel langsam aufrichten. Einfach mal hochkommen. Puh. Ach, bin ich noch im Bild? Sehr gut. Arme ausschütteln, Beine ausschütteln. So, wir dehnen mal ganz kurz ein wenig den Oberschenkel. Machen wir nur ganz kurz, das heißt rechts hoch. Puh.
dann die Ferse so nah wie es geht Richtung Po, das Knie nach hinten. Ich weiß, lustiger aussehen wird es, wenn ich beide jetzt oben hätte, aber dazu müsste ich schweben können. Gut, das reicht mir halt schon. Einfach wechseln, eigentlich ausschütteln. Andere Seite, yep. Puh, mit links geht es viel besser, gell? Merkt ihr das schon? Gar kein Thema mehr. Einatmen, ausatmen. Lächeln. Okay, 4. 3. 2. 1. Langsam runter. Beine, Arme ausschütteln. Wir nehmen einmal die Arme kräftig nach hinten. Daumen nach hinten drehen. Bisschen hochnehmen, die Arme durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Das machen wir noch zweimal. Ich habe meine Zähne geputzt, also keine Angst. Arme runter. Kopf einmal kippen. Nach rechts, richtig kräftig. Linker Arm nach unten. Arm locker lassen. Kopf langsam hoch nach links. Rechter Arm nach unten. Einatmen, ausatmen, nicht vergessen. Arm locker lassen. Köpfchen hoch. Einmal nach rechts drehen. Wenn wir rechts angekommen sind, drehen wir ganz weit nach links. Wenn wir links angekommen sind, drehen wir nach vorne. Schütteln nochmal die Arme, schütteln nochmal die Beine. Das war's für heute. Ihr bekommt heute 31 Punkte. Nicht der Hausnummer entsprechend, sondern zwei weniger, 31. Aber das ist ein Haufen genug, glaube ich doch. Wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, bis demnächst.